Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich dachte, ich zeige euch heute mal 10 coole Beauty-Sommerprodukte, die einfach ja besonders im Sommer halt ziemlich geil sind. Und teilweise auch neue Produkte, aber manches auch, was ich einfach immer zeigen werde. Ich beginne mit dem Wichtigsten, und zwar Sonnenschutz. Also sobald man rausgeht, sollte man Sonnenschutz immer auftragen. Auch wenn es bewölkt ist, die UV-Strahlen kommen trotzdem durch. Und da habe ich jetzt das hier neulich gekauft von NARS, der Pro Prime Multi Protect Primer. Das ist das Coole. Es hat nämlich SPF 30, also beziehungsweise Lichtschutzfaktor 30 drin, also recht hoch. Und ist ein Primer zugleich. Das heißt, das macht die Haut nochmal so ein bisschen ebenmäßig, ohne Silikon aber. Also ist nicht so verstopft irgendwie nicht und lässt die Foundation schön drüber gleiten. Wer auch im Sommer nicht auf seine flüssige Foundation verzichten möchte und auch ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte, dem kann ich diese Foundation empfehlen. Die trage ich auch jetzt gerade. Das P2 All-in-One Professional Make-up mit Glow-Effekt. Ich mag das hier ganz gerne, weil dieser Glow-Effekt wirklich stimmt. Das ist ohne irgendwie, also da ist kein Schimmer oder so drin, ja. Kein Glitzer. Aber wenn man die Foundation aufträgt, hat man danach so ein Leuchten. Es sieht sehr dewy aus, wie man so schön sagt. Es ist nicht matt, es sieht sehr natürlich frisch aus. Hält relativ gut. Die Farbe, die ich gewählt habe, ist die 035. Passt auch ganz gut. Ist vielleicht ein Ticken zu dunkel, aber es ist in Ordnung noch. Ist echt eine coole Foundation für den Sommer. Langanhaltend und eben diesen natürlichen Glow-Effekt. Ja, für den Preis einfach unschlagbar, würde ich mal sagen. Dann als Nächstes, ihr kennt das bestimmt, wenn man Lippenstift aufträgt und der einfach in der Sonne schmilzt. So, wow, einfach verläuft, ne? Was ich da empfehlen kann, sind Lip Stains. Ganz wichtig, ich will mir auch unbedingt jetzt, ich glaube von Clarins gibt es so einen neuen oder so eine neue Reihe, da will ich mir unbedingt welche schnappen, unbedingt. Da kam ich jetzt noch nicht zu. Jedenfalls, die sind sehr schön. Ich habe gesucht, ob ich welche habe, aber sie sind schon gekippt, deswegen habe ich sie schon weggegeben, beziehungsweise weggeworfen. Ich habe jetzt nur noch das, um euch das zu zeigen. Das ist von Stila, so ein Dual Lip für Cheeks und Lips. Das ist auch immer ganz cool. Bei Lip Stains geht das sowieso auch. Man kann das auch immer für die Wangen verwenden. Das ist jetzt so ein cremiges Produkt, geht aber auch. Ihr seht, ich trage das heute. Ich habe ein bisschen mit dem Lip Liner meine Lippenkontur nachgezeichnet, immer ganz wichtig, dann blutet es auch nicht aus generell. Und dann einfach ganz zart mit dieser Lip Cream drüber gegangen. Und ihr seht, das sieht dann aus, das ist dann so einfach schon die Lippe. Da ist nichts noch oben drauf, was verlaufen wird. Das ist in der Lippe, in dem Fleisch drin sozusagen. Klingt ekelhaft. Ja, aber ist so. Und das verläuft dann halt nicht. Und wenn man ein bisschen Glanz noch haben will, kann man noch einen Lippenbalsam drüber geben oder so ein Schimmergloss oder was auch immer. Dann etwas für den Körper, und zwar Bräune. Gerade so am Anfang, wenn man noch nicht sehr viel draußen war, ist man vielleicht noch ein bisschen käsig und man möchte das ändern. Dann geht das ganz schnell damit. Ich habe das von Benefit zum Testen zugeschickt bekommen und ich finde das echt gut. Ich habe das bei einer Taufe mal ausprobiert. Da hatte ich nämlich ein Kleid an und da waren die Beine noch nicht so. Aber damit sieht es echt cool aus. Und das kommt halt noch mit so einem Schwämmchen, was sehr praktisch ist. Das Gel riecht total fruchtig, tropisch. Sehr angenehm, sehr frisch so auch. Und hat eine gute Konsistenz, die sehr schön sich verblenden lässt. Vor allem mit diesem Schwämmchen. Es macht keine Streifen. Man sieht nur so leicht gebräunt aus. Also es ist sehr dezent. Sehr angenehm, kann man aber aufbauen und hält auch sehr gut. Ich mag eh solche Sachen so für die Beine. Es muss halt nur halten, ne? Es ist super wichtig, dass da nichts passiert und dass es echt aussieht und es hat beides. Es sieht echt aus und es hält. Dann, das hatte ich auch schon meinen Favoriten gezeigt, ich liebe diese Sprays generell. Es gibt ja auch von Evian zum Beispiel solche Sprays oder von wem gibt es noch? La Roche-Posay gibt es, etc. Also in der Apotheke könnt ihr auf jeden Fall was finden. Das ist jetzt von Caudalie. Grape Water. Und zwar einfach super angenehm für einfach zwischendurch. Ich liebe es total. Ich habe schon mal gesagt, mein Freund liebt es auch. Wir haben es immer dabei. Für einfach zwischendurch zum Erfrischen. Und ich setze mein Make-up auch damit. Am besten im Kühlschrank aufbewahren, dann ist es auch super erfrischend. Dann, um das Ganze aufzutragen, das hatte ich vorhin vergessen, also um die Foundation aufzutragen, bin ich jetzt wieder voll auf meinem Beauty-Blender. Ich benutze jetzt gar nicht mehr Pinsel oder auch nicht mehr die Finger dafür. Das ist so angenehm, vor allem wenn der, also ich mache den richtig schön kalt, mit kaltem Wasser, und das ist einfach so angenehm. Erstens. Und zweitens, verschmilzt einfach das Produkt viel besser in die Haut. Ich würde sagen, man verschwendet eventuell ein bisschen mehr Produkt. Dafür blendet es sehr schön in die Haut ein. Und wenn es ein bisschen problematisch ist, wie zum Beispiel, ich hatte eine Foundation davor, vor dieser, eine von NARS, die ich jetzt platt gemacht habe, da hat es
tausendmal besser funktioniert mit diesem feuchten Beauty Blender. Also ich weiß nicht, warum ich das nicht vorher gemacht habe. Mit dem Pinsel war das nicht so schön, das Ergebnis. Naja, jedenfalls noch ein Top-Tipp von mir. Am besten das Schwämmchen richtig feucht machen und dann, ich setze ja mein Make-up immer mit losen transparenten Puder und dann benutze ich das hier wieder zur Zeit, das von Sensei. Und gehe da eben mit dem richtig nassen Schwämmchen rein. Und dann kann man das sehr gut setten. Ich weiß nicht, jetzt habe ich keinen Spiegel, ne? Jetzt sehe ich bestimmt aus wie ein Clown. Sehe ich aus wie ein Clown? Naja, jedenfalls kann man das sehr gut setten, ohne dass es zu cakey aussieht. Gerade im Sommer kann das gut passieren. Aber wenn das richtig schön nass ist, passiert da gar nichts. Dann ist es wirklich transparent. Dann apropos Puder. Ich bin ja so ein bisschen weggekommen von meinem Babypuder. Also ich bin ganz weggekommen von meinem Babypuder. Habe ich euch eigentlich noch gar nicht erzählt, ne? Voll krass. Das war nämlich das letzte Mal, als ich auf den Philippinen war. Gab es so einen kleinen Skandal mit dem Puder, was ich immer benutzt habe. Und das möchte ich jetzt nicht mehr benutzen. Also ich habe es seitdem nicht mehr gekauft. Und ich benutze es auch nicht mehr. So, fertig aus. Aber ich mag immer noch Puder. Und dieses hier ist anders, weil es hat eben nicht diese Stoffe drin. Das ist ganz normal mit Maisstärke, nämlich mit Maisstärke gemacht. Und dann noch ein paar andere Sachen wie Kakaobutter etc. Das ist von Lush. Silky Underwear heißt es. Ein Dusting Powder. Und das kann ich empfehlen, einfach in die Schuhe reinzugeben. Beziehungsweise auf die Füße und dann in die Schuhe rein. Wenn man so ein bisschen Schweißfüße hat oder einfach so ein frisches Gefühl wieder haben möchte. Dafür ist das echt sehr gut. Noch was für den Körper. Und zwar habt ihr mir davon schon so viel erzählt. Und ich habe das jetzt mal bekommen, was sehr cool ist. Konnte das ausprobieren. Und ich mag es sehr gerne. Das ist von NYX. Öl mag ich sowieso total gern, besonders im Sommer. Also einfach auf die nasse Haut aufsprühen oder drüber geben. Dann zieht es sehr schön ein. Dieses Öl duftet außerdem wunderschön. So richtig blumig, so richtig leicht blumig. Und dann hat es diesen Goldschimmer da drin. Und dann glänzen die Beine so richtig, so ein richtiger Glow-Effekt. Also wenn man, keine Ahnung, zu einem besonderen Anlass geht oder sowas. Natürlich wasserfeste Mascara, ein Muss im Sommer. Wenn man, keine Ahnung, wenn man im Schwimmbad vielleicht nicht verzichten will auf sein Make-up oder es soll einfach den ganzen Tag halten oder man ist Brillenträger, da ist es auch immer ganz gut. Einfach generell wasserfeste Mascara und da mag ich die ganz gerne, weil ich liebe eh die Essence I Love Extreme. Das ist halt die Waterproof-Version. Mag ich sehr, sehr gerne. Ich liebe einfach die Bürste, diese dicke Bürste, ich weiß auch nicht, die macht so richtig schön Volumen. Und sie klumpt nicht und sie verschmiert nicht, echt top. Sie hält vielleicht sogar ein bisschen zu krass. Aber lieber das, als dass sie gar nicht hält. Das letzte Produkt, das hatte ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, das ist von Benefit, das Cabrow Augenbrauen Gel, beziehungsweise Creme Gel. Und ich bin echt super, super begeistert, deswegen muss ich es nochmal zeigen. Ich habe hier die Farbe 3 und die passt perfekt. Sogar so ein kleines Pinselchen dabei und das steckt man einfach um. Erstens ist die Farbe toll, zweitens lässt sich damit sehr schön malen. Es ist sehr pigmentiert. Es lässt sich ein bisschen verblenden erstmal und danach settet es und es bleibt einfach da. Egal ob Schweiß, Regen, was auch immer, die Augenbrauen sind on fleek. Das ist das Wichtigste. Vor allem bei mir war das halt sehr cool, weil ich davor immer 3 Produkte verwendet habe für meine Augenbrauen. Jetzt brauche ich nur noch das eine. Ich benutze auch kein Gel oder so. Das reicht mir vollkommen. Das waren jetzt die 10 Sommer-Beauty-Produkte, die ich mit euch teilen wollte. Vielleicht ist da auch was für euch dabei. Schaut auf jeden Fall mal in die Infobox. Dort habe ich nochmal alles verlinkt, falls ich irgendwie Links dazu gefunden habe. Und am Sonntag kriegt ihr hier ein Lookbook, ein Sommer-Lookbook. Ich freue mich schon darauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich schwitze so sau. Dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns bald. Bis dann. Tschüss.